Herzlicher Empfang nach einem langen Flug. Guten Morgen. Die deutsche Frauennationalmannschaft ist in ihrem WM-Quartier in Wyong im australischen Bundesstaat New South Wales eingetroffen. Die reine Flugzeit für die deutschen Fußballerinnen betrug rund 20 Stunden bis Sydney. Von dort waren es noch etwa 90 Kilometer ins Mannschaftsquartier. Entsprechend froh waren die Nationalspielerinnen, endlich am Ziel zu sein. Hallo. Ja gut, ich glaube, wir haben alle Bock, wir haben alle Lust, aber gerade ist man noch so ein bisschen träge und müde. Aber in den nächsten Tagen wird das auch weggehen, von daher sind wir einfach froh, jetzt hier zu sein. Total schön. Wir fanden es richtig cool, dass alle, die schon vorher angereist waren, uns sehr gebührend empfangen haben, hier mit Fahnenschwingen und uns zugejubelt haben. Wir sind aber auch echt froh, dass wir euch jetzt alle wieder hier getroffen haben und wir jetzt endlich starten können. Während das Eröffnungsspiel des Turniers bereits am 20. Juli angepfiffen wird, rollt der Ball für die deutsche Frauennationalmannschaft erst 4 Tage später zum ersten Mal. Am 24. Juli starten die DFB-Frauen in Melbourne gegen Marokko in die Weltmeisterschaft. Weitere Gegner der Vorrunde sind Kolumbien und Südkorea. In Deutschland teilen sich ARD und ZDF die Rechte an den Spielen der WM. Zusammen übertragen beide Sender alle Spiele des Turniers live.